Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Es gibt mal wieder drei Bücher, die... und ihr konntet mir ja Aufgaben stellen und das sind wir jetzt, glaube ich, schon beim fünften Video. Ich habe unten auch eine Playlist, wo ihr sozusagen alle Videos dazu finden könnt. Heute geht es um Bücher, die ich als Highlight vermutet hatte, die aber dann ein Flop waren. Und tatsächlich sind mir da relativ schnell aus der letzten Zeit, ich sag mal so den letzten 2 Jahren, 3 Bücher eingefallen, was total schade ist, weil ja, man hat das durchaus ja schon öfter, dass man Highlight vermutet und dann irgendwie ist es vielleicht nur okay oder sehr gut, wird nicht zu dem Highlight, aber dass es richtig floppt, man es vielleicht sogar abbricht, das kommt ja hoffentlich immer ein bisschen seltener vor. Also alle Videos unten in der Infobox und natürlich können wir auch uns gerne in den Kommentaren dann über eure Flops, die ihr als Highlight erwartet habt, dann unterhalten. Das erste Buch ist Als das Böse kam von Iva Leon Menger. Das habe ich im letzten Jahr als Hörbuch gehört und habe es abgebrochen. Hier hatte ich Großes erwartet, denn von Iva Leon Menger ist unter anderem das Hörspiel Monster 1983, was für mich ja ein grandioser Hörgenuss war. Es sind ganz tolle Hörspiele mit wahnsinnig tollen Synchronsprechern, die man, also auch Hörbuchsprechern, die man eben als Schauspieler kennt. Und ich mochte dieses Mystery-Grusel aus den 80er Jahren sehr, sehr, sehr gerne. Wäre im Übrigen auch mal wieder ein Reread-Kandidat. Dann gab es eine zweite Reihe und die fand ich auch okay. Und ich hatte hier Großes bei diesem Thriller von Iva Leon Menger erwartet. Und wir sind hier auf einer Insel, da wohnt eine Familie, man weiß nicht so richtig, was sich außen abspielt. Die Kinder werden so ein bisschen im Dunkeln gehalten und dann taucht aber irgendwann ein Fremder auf. Und es war total langweilig, es war nicht spannend, es war, also ja, auch vom Stil her überhaupt nicht das, was ich von diesem großen Autor des Hörspiels erwartet hätte. Und ich habe es dann abgebrochen, weil die Protagonistin, ja, ein jugendliches Mädchen, also mit der bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen und ich war da echt enttäuscht. Also ich dachte wirklich, ich halte hier den Highlight-Thriller in Händen, aber ja, vielleicht liegt Iva Leon Menger auch einfach eher das Hörspiel, dieses Dialoge schreiben, Atmosphäre schaffen und vielleicht das nicht so in der Geschichte zu verpacken. Ich glaube schon, dass das zwei verschiedene Kunstrichtungen sind. Da war ich wirklich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Über die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig habe ich auf diesem Kanal schon mehrfach als Flop gesprochen. Ich habe hier eigentlich ein Meisterwerk von Matt Haig erwartet. Diese Idee, dass wir eine junge Frau haben, die stirbt und die dann in eine Bibliothek kommt, wo es Mitternacht schlägt und sie eben die Möglichkeit hat, verschiedene Schubläden und Bücher zu öffnen und dann eben zu sehen, was wäre denn gewesen, wenn ich da an der Stelle in meinem Leben anders abgebogen hätte, mich irgendwo anders entschieden hätte. Und es ging schon ein bisschen los in der Geschichte, auch das Thema Depression war ein sehr starkes Thema und das wurde für mich schon nicht richtig gut dargestellt, aber dieses Eintauchen in diese Was-wäre-wenn-Leben, das war für mich einfach nichts. Also sie ist da eingetaucht, hat sich gefühlt eine halbe Stunde aufgehalten, sie wusste auch nicht viel, was ich tatsächlich ein bisschen schwierig fand, weil sie gar nicht so agieren konnte, wie wenn sie eben der echte Mensch, der sie da gewesen wäre, vor Ort sein könnte. Und sie hat immer gefühlt nach einer halben Stunde, Stunde gesagt, ach, das ist auch nicht viel besser, ich gehe wieder. Und bei manchen Leben oder Varianten ihres Lebens hätte sie bestimmt recht gehabt. Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt zurücktauche, ich brauche doch erstmal einen Moment, um in diese Welt wieder einzutauchen, um in diese Situation zu kommen, um mich da einzufühlen, um zu wissen, was könnte ich hier machen, um es besser zu machen. Also so was wäre, wenn Fragen, stelle ich mir nicht sehr häufig. Aber wenn das denn passieren würde, brauche ich doch einfach Zeit. Und es ging wahnsinnig schnell und es war immer schlecht, es war immer negativ. Und ja, die Message kann ich am Ende auch noch verstehen, dass man sagt, okay, also am Ende liegt es nicht an der einzelnen Entscheidung in dieser Situation, ob dein Leben besser oder anders geworden wäre, sondern es liegt ja immer an dir, was du aus den Situationen und aus deinem Leben machst. Da gehe ich sogar irgendwie noch mit, aber es war überhaupt nicht meins. Also ich habe mich so oft aufgeregt, ich habe Augen verdreht, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Auch die Situationen, die sie ausgewählt hat. Und das Ende war für mich
auch nicht so, wie ich es... Also ja, ich hatte hier wirklich ein Highlight erwartet, weil ich unter anderem Ich und die Menschen großartig fand, Echo Boy, Wie man die Zeit anhält, wirklich Bücher, die mir noch sehr viel in Erinnerung sind. Und auch Ich und die Menschen zum Beispiel habe ich, glaube ich, schon zweimal gelesen, einmal gehört. Aber hier, ja, aber ich, es gibt viele Leute, die das toll fanden, die das gefeiert haben. Ich gehöre leider nicht dazu. Und dann ein Buch, ja, was auch so an der Autorin eigentlich hängt, denn es ist Kissing in the Rain von Kelly Moran. Und Kelly Moran hat mich ja sehr begeistert mit der Redwood Love-Reihe. Das ist ja eigentlich eine Trilogie, die sich um Tierärzte kümmert, also um Brüder, die Tierärzte sind. Und wir sind in diesen Redwood unterwegs und haben halt so dieses Kleinstädtchen-Gefühl. Wir haben wunderbare Nebencharaktere, sehr viel Schrulligkeit. Wir haben, ich glaube, es ist die Großmutter von den Brüdern, die da so ein bisschen Kupplerin spielt. Dann gab es ja noch zwei nachfolgende Bände. Also das Drachentrio gibt es und wir haben dann zwei nachfolgende Bände, ging es um den Sheriff und den Feuerwehrmann und es gibt eine Winter-Weihnachtsgeschichte, die sich dann eben über die Drachenfrau sozusagen beschäftigt, also um die Großmutter oder war es die Tante? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und ich mochte dieses Feeling und dann kam Kissing in the Rain und ich dachte, oh, sehr cool, ein Standalone und ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf. Und dann treffen wir aber eine Protagonistin, die Single ist, der irgendwie aufgedrückt wird, dass sie einen Partner braucht zur Hochzeit ihrer Schwester. Und dann haben wir hier eben auch irgendwie einen guten Freund von ihr, der sich dazu relativ schnell bereit erklärt. Komm hier, ich bin dein Fake-Freund und wir wuppen das schon irgendwie. Und was ich aber ganz schlimm fand, also es ist gar nicht dieses Fake-Freund-Thema, woraus dann ja irgendwie Liebe entsteht. Das ist, finde ich persönlich, immer ein bisschen schwierig, weil warum braucht es eigentlich diese Fake-Beziehung, damit da eine echte draus wird? Man hätte, also ja, es ist nochmal ein eigenes Thema. Was man manchmal ganz gut verkaufen kann. Also das funktioniert manchmal, aber für mich ist das manchmal ein bisschen schwieriger. Man muss mir das schon so ein bisschen plausibler dann auch rüberbringen. Und was ich aber das Schlimmste fand, während wir in Redwood ganz tolle Nebencharaktere haben, war hier wirklich die Familie und die meisten Freunde von unserer Protagonistin wirklich absolute Katastrophen. Also, was die ständig an ihr zu meckern hatten, übers Aussehen, die Haare, die Figur, die Klamotten, ihre Hobbys, die Freunde, der Freund, warum sie Single ist und warum auf einmal jemand da ist und was sie da alles nicht richtig macht und was sie alles für den tun soll, damit sie ihn ja behält. Und ich habe mir wirklich gedacht, wenn du so eine Familie hast und ja, Menschen, also es gibt Familien, die sind so, dann brauchst du auch keine Freunde. Und mich haben diese Nebencharaktere irgendwann so genervt. Ich glaube, ich habe das Buch tatsächlich auch nicht zu Ende gelesen, weil ich so, also ich habe so viel Mitleid mit der Protagonistin gehabt und die hat sich das auch alles gefallen lassen und ja, so tickt man manchmal in Familien, da möchte ich gar keinen Vorwurf machen, aber dass da kein Charakter nebenbei irgendwie sympathisch war, da habe ich mir wirklich gedacht, Leute, also, dass ihr dieses Mädel noch nicht in der Depression oder was auch immer gestürzt habt, also das ist ja wirklich ein Wunder. Und ich habe mich halt gefragt, warum diese Charaktere so überspitzt waren. Und dann liest man auch noch irgendwie, dass Kelly Moran hier auch ihre eigene Familie eingebaut hat. Und das tut mir unwahrscheinlich leid. Also ich, ja, natürlich ist es immer schwieriger, gegen Familie zu argumentieren. Ich glaube, da ist man viel hinnehmungsvoller und sagt, okay, die Spitzen von der Oma nimmt man eher mal hin, als vielleicht von einer Freundin, einer Kollegin oder was auch immer. Das stimmt schon, da gehe ich absolut mit. Aber so viel geballt und sie hat sich kein Mal gewehrt, sondern sie ist immer wieder in diesen extremen Selbstzweifel gegangen. Oh, das fand ich wirklich schade. Und wenn man sowas Schönes, irgendwie Besinnliches und Gemütliches, Kuscheliges wie Redwood erwartet und bekommt dann solche Nebencharaktere, also wirklich große, große Enttäuschung und für mich definitiv ein Flop. Ja, das waren jetzt drei Bücher, die ich als Highlight vermutet hatte, die dann aber ein Flop wurden. Ich bin sehr gespannt, ob ihr die Bücher kennt, wie ihr die drei jetzt vielleicht bewertet, wenn ihr sie kennt oder was für euch eben ein Kandidat war, wo ihr dachtet, Mensch, das wird bestimmt ein Highlight und am Ende wart ihr enttäuscht. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, bis zum nächsten Video, macht's gut, tschüss, eure Steffi.